MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Moin Leute, Herbert hier, GamerTV und ein herzliches Willkommen hier zu GTA Online. Und aktuell sind nur 4 Leute online aus der Freundesliste, ist aber nicht so schlimm im ersten Moment. Kurz Moment. Bah. So, ich wollte mal kurz in die Statistik reinschauen. Online-Statistik. Karriere. Moment. Verbrechen. Erledigte Polizisten 53. Erledigte NOS-Agenten oder NOS-Agenten 17. Boah. 94 Fahndungen. 139 losgewordene Fahndungssterne. 204 erhaltene. Gestohlene Autos 43, Motorräder 2, was haben wir hier? Boote haben wir 1 geklaut, Polizeifahrzeuge 4 und überfallene Läden ist 18. Das ist wenig. Geld. Aufgesammeltes Geld 3000. Als Belohnung erhalten für faires Spielen 4000. Bei Wetten verdient 140 Dollar. Ist jetzt nicht so, bei Jobs verdient 790.000 und 400. Ist doch eigentlich eine ganz gute Bilanz, würde ich sagen. Für Gebühren bei Jobs und Aktivitäten ausgegeben 300. Das geht. Ich kann ja jetzt endlich die ganzen Sachen auch selber also einrichten. Das heißt, wir können Heists starten über meine Bude, wenn ich jetzt gleich eine neue Bude kaufe. Wenn uns das Spiel dann mal ins Spiel reinlässt. Ah, das ist ja bekannt, dass GTA 5 eine der längsten Wartezeiten hat, die es gibt als Spiel. GTA 4 war schon krass. Aber nicht so krass wie GTA 5. GTA 3 ging. GTA 3 war echt ratzfatz. Das war übrigens ein sehr cooles Spiel. Hat immer Spaß gemacht früher. Zwar hatte ich ein neues System, also es lief irgendwie nicht mehr. Lag, glaube ich, am Betriebssystem. Und dann wurde das behoben und dann sah es scheiße aus und da hat man auch keinen Bock mehr drauf gehabt. Ach ja, wir sind jetzt bei einer Wartezeit. Ich bin ja mittendrin eingestiegen. Bei ungefähr 300 Minuten. Toller Part. Mit der Überschrift Die Wartezeit. Ach ne, wir können uns bewegen, unfassbar. War ich gerade was am Lesen. So, wir brauchen erstmal ein neues Haus, würde ich sagen. So, Garage betreten. Dann suchen wir mal ein Apartment mit extra Raum. Ganz wichtig. Einmal in die schöne Karre von uns einsteigen. Übrigens, vom Design her wohl mega Hochglanz poliert. So. Und dann möchte ich einmal die Karte öffnen und dann schauen wir mal nach wegen den Apartments. Das ist aktuell das einzige Apartment, was zum Verkauf steht. Und das ist hier. Dann gucken wir uns die Apartments doch mal an. Okay. Mit angeschlossener Garage für 6 Wagen. 137.000 kostet das. Aber das ist nicht das, was wir brauchen, glaube ich. Aktuell ist ein Minispiel anscheinend am Laufen, das ist auch nicht verkehrt.
können wir ja mal dran teilnehmen, würde ich sagen. Huch. Wir haben ja durch die ganzen Überfälle, die wir gestartet haben, eigentlich schon ein ganz gutes Konto aufgebaut. So, mal ganz kurz Lester anrufen. Bei dem können wir doch jetzt irgendwie was starten, oder? Well, hello, how you doing? How can I help? Cops weg. Ein Auto finden. Kopfgeld aussetzen. Okay, then. Wow. Weirdo. Das ist aber kurios, finde ich das. So ein bisschen. Er hat uns angeschossen, Leute. Na gut, dann werden wir uns wohl wehren müssen, ne? Wow. Unfassbar, was war das? Wie hat er uns so schnell außer Gefecht gesetzt? Okay, das kriegt er zurück. Auf geht's. So, ganz kurz suchen. Das ist er nicht. Das ist er auch nicht. Das ist er nicht. Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Wo ist er? Mist, ich weiß leider nicht, wo er hin ist. Das ist so ein Elektroauto. Tatsache. Ich finde die gar nicht so schlecht. Auch jetzt zum Beispiel der i8 und so. Das ist eigentlich wirklich innovative Technik. Das dürften wir eigentlich nicht so außer Acht belassen. Das Einzige, was ich sagen muss, ist wirklich, dass der Sound fehlt von den Dingern. Es kommt einfach nichts raus. Und das ist halt das, was ich sehr schade finde. Mein Auto muss einfach Klang haben. Wow. Die Kurve legen. Wunderbar. Oh, 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 oh. Nein, nein, nein. Komm, komm, komm. Bitte kein Kratzer. Sehr schön. So, ah, da unten ist das Rücklicht. Das sieht cool aus. So, missionmäßig mal ganz kurz nachschauen, ob wir irgendwas haben. Kontrollpunkte möchte ich nicht. Captures haben wir ganz viele. Dann fahren wir die doch mal ab. Haben wir auch was zu tun. Finde ich gut. Das sind ja immer Sachen rauben und dann wegbringen und wieder zurückbringen. Ist auch nicht verkehrt. Hauptsache wir bauen ein bisschen Kohle auf und können uns vielleicht dann irgendwann mal ein großes Apartment leisten. Was mich wundert ist, dass wir auf einmal nur noch ein Apartment angezeigt bekommen, was man kaufen könnte. So, hier fahren wir mal links. Ah, der Wagen ist cool. Was ist das immer für ein komisches Geräusch? Ich glaube, nein, ich glaube, ich weiß es nicht, was es ist. Es klingt so komisch, so. Oh, 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 oh. Entschuldigung, das kam, glaube ich, von der Straße. Hm, hier gibt es auch ein Apartment. Können wir mal kurz gucken. Wo soll ich wissen, dass das jetzt, also woher möchte ich jetzt wissen, Moment, wie viel Geld habe ich eigentlich? 323.000, also das Problem wäre es nicht zu kaufen. Ich sehe die Problematik eher da drin, habe ich da das, was ich brauche? Oh, ätzend. Einmal rumlaufen, super, danke schön. Wo ist das Ding, was ich capturen muss?
da drin? Nein, oder? Ah, das ist hier irgendwo, okay. Sehr gut, da haben wir doch was. Zack. Ach so. Nee. Ich habe mir das anders vorgestellt. So, sollen wir das Apartment einfach mal kaufen? Das wird ja wohl größer sein als unser jetziges, was nur 67.000 wert ist. Wird wohl schon richtig sein. Wenn nicht, dann nicht. Dann haben wir halt Geld ausgegeben und holen uns das nächstgrößere auch noch. Ist ja nicht so schlimm, ne? So. Ja, möchte ich. Ja, möchte ich. Wunderbar. So, da hoch und da vorne rein. Gucken wir doch mal, wie es eingerichtet ist, beziehungsweise wie es ausgestattet ist. Ich hoffe einfach, dass ein zweiter Raum da ist. Bitte, bitte, bitte. Und? Ein dritter Raum, glaube ich, muss ja da sein, ne? Wow, schick. Was ist das? Schlafzimmer? Nein, das ist nicht. Das ist genauso kacke wie unser altes. Das ist jetzt doof. Ja, es ist identisch. Okay, das ist natürlich jetzt doof irgendwie. Einmal das Apartment einfach so verlassen. Vorne vor der Haustür steht ja noch der Elektrowagen. Der sollte ja vollkommen ausreichen für unsere Fahrt jetzt. Da ist er. Huch, was habe ich gemacht? Einfach mal zuschlagen, genau. So. Da nehme ich mit dran teil. Sehr gut. Irgendwo findet man immer Leute, die, wie heißt es? Heists planen und so. Deshalb nehme ich direkt teil und gut ist. Sehr gut. Munition kaufen. Schwere Panzerung kaufen. So, vielleicht redet da auch noch einer Deutsch. Ja, doch. Ich lade einfach mal meine Freunde ein, die GTA 5 spielen. Vielleicht möchte einfach jemand mitmachen. Joker 775. LSDS. LSDS, genau. Wie schwer es doch manchmal ist, einfach noch eine vierte Person zu finden. Also manchmal ist das sehr, sehr traurig. Aber naja. Was soll man machen, ne? Jetzt heißt es warten und 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 warten. So, wir laden einfach mal alle ein. So. Da wird sich doch bestimmt irgendeiner finden, der jetzt mitspielen würde, oder? Von den 10 Millionen, die eingeladen wurden. Schwierigkeit schwer. Schön. Nein, das gibt's wirklich nicht. Das heißt, es ist tatsächlich Ewigkeiten warten. Super. Ich hasse sowas, ne? Kurzen Moment, Leute. Kurzen Moment.